über 3,5 Tonnen nach Norwegen eingereist und du hast keinen Chip und jetzt sollst du 800 Euro zahlen? Das kann ja wohl nicht sein. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Morgenstund hat Gold im Mund. Ich wollte euch dort oben ja mal den Wasserfall zeigen. Ja, rein zufällig schauen hier gerade zwei Elche, Rentiere vorbei. Wir haben es immer noch nicht aufgelöst. Ja, traumhaftes Bild. Aber schauen wir uns mal ganz kurz an. Wo sind wir denn jetzt hier wirklich? Also wir sind hier wirklich an der Schnellstraße. Sind wir gelandet mit ganz vielen anderen Campern hier, die diesen traumhaften Ort mit uns besuchen. Und ich hatte schon zu Mops gesagt, wir müssen doch mal irgendwie so ganz nah am Wasser stehen. Ja, das erfüllen wir uns heute. Oder haben uns heute erfüllt. Wir stehen super in der Waage, astrein. Ja, hier gibt es keinerlei Ver- und Entsorgung. Aber halt, ja, die Rentiere. Ich finde, das ist schon mal eine schöne Nummer. Und ja, die sind jetzt unterwegs. Ich hoffe jetzt nicht, dass sie auf die Straße gehen. Da vorne kommt ein Wohnmobil. Nee, doch, doch, oh shit. Ja, da muss so ein Wohnmobil mal ganz kurz mitarbeiten. Am besten anhalten und dann sind wir fertig. Eieiei, also man sollte immer wieder hier wirklich aufpassen. Es kann gefährlich werden, weil, ja, die bleiben mal einfach so auf der Strecke stehen. Gucken sich das Ganze mal an. Was passiert? Was machen wir jetzt? Na? Oh Mann, jetzt geht's hier los. Da hat aber jemand richtig Lust auf sein Leben. Hungry Eis. Hungrig auf Eis. Geilste überhaupt. Nicht hungrig auf Eis. Hungrige Augen, so sagt man doch, oder? Ja, jetzt lass mich in Ruhe. Hier möchte gerade eben jemand was vertuschen. Ich habe da so eine Frau, die hat so eine Angewohnheit, die stellt nämlich immer, die trinkt ihren Cappuccino und dann stellt sie das einfach immer rein und jetzt auf einmal wird sie ganz schnell, weil ich sage, ich hole die Kamera hoch. Du Sau, du. Ja, wir machen hier mal einen ganz kurzen Stopp. Von sowas wird es natürlich zuhauf geben, ne? Aber das gibt es hier halt überall. Und ja, ich wollte euch das einfach mal zeigen. Wir mussten halt gerade mal ganz kurz anhalten. Ist echt traumhaft. Und wir fahren ja hier diese E5, meine ich, heißt sie lang. Und schaut mal, da hinten ist sogar noch ja, Schnee, Eis auf den Bergen. Ja, es fühlt sich wirklich toll an, hier lang zu fahren. Oh, schaut mal hier, fürchterliches Wetter hier wirklich. Hier oben liegt noch Schnee. Wir sind ja auf der E6 unterwegs. Vorhin sagte ich E5, war falsch. Was sind eigentlich diese Holzteile? Die habe ich jetzt überall hier irgendwie schon gesehen. Und vielleicht für eine Lawine, um die aufzuhalten, wenn eine kommt. Ja, schaut euch das mal jetzt mal bitte hier an. Mops ist jetzt gerade mit den kleinen Einkaufen und direkt hier neben ist so ein schöner Fluss. Und ich bin mal jetzt mit euch rausgegangen und wollte es euch einfach mal ganz kurz zeigen. Also ich stehe mitten im See, konnte jetzt gerade eben hier rüber gehen. Und ich hatte ja gestern schon gesagt, komm, wir reden mal heute über was, wo ich gestern so ein bisschen in Aufruhr war. Ja, fangen wir mal ganz kurz an. Also wir hatten ja den Manfred, das ist ein Zuschauer, hatten wir ja am Nordkap getroffen und der hatte mir dann seine Apps gezeigt, wie Probis. Wie hat nochmal gesagt, ja, dann habe ich hier den E-Pass 24 und bin ja bei Autopass Ferie. Und wir hatten halt so ein bisschen geredet und ja, wir wussten ja gar nicht, dass wir nach Norwegen irgendwie kommen. Es war jetzt alles dann recht spontan, wo wir uns dann entschieden haben. Und ja, ich hatte dann an dem Abend, hatte ich auf jeden Fall mich bei Autopass-Ferie, hatte ich mich im Prinzip ja ein Konto eröffnet, hatte auch schon an dem Abend dann die 300 Euro überwiesen. Das packt man im Prinzip auf so ein Konto, damit kann man halt die Fähre nutzen und es wird halt jedes Mal, also bei jeder Fähre im Prinzip, wir haben ja jetzt noch keine Fähre genutzt, wird halt ein gewisser Betrag halt abgebucht, weil da gibt es keine Zahlstellen oder sowas, soweit ich es jetzt natürlich weiß, und da wird einfach nur dein Kennzeichen gescannt. Ja, und irgendwann kriegst du halt im Prinzip die Rechnung nach Hause geschickt.
So, und genauso funktioniert das halt hier in Norwegen auch in Sachen Maut. Und ich war gestern, war ich so ein bisschen in Trouble, hatte nur irgendwie gelesen, ja, über 3,5 Tonnen Strafe 800 Euro zahlen, wenn man halt nicht so einen Chip irgendwie drin hat. Und ja, hatte dann bei Probis mich erkundigt, ein bisschen reingelesen und so weiter. Konnte mich dann aber wirklich beruhigen, also man braucht gar nichts. Leute, die gewerblich natürlich, also hätten wir jetzt, weiß nicht, bei Paul Kemper würden wir unseren Wohnmobil vermieten, irgendjemand fährt nach Norwegen und das ist halt aufgelastet, das Wohnmobil, ja, dann muss man halt wirklich dann vorher diesen Chip organisieren, das muss, sonst kriegt man halt diese Strafe wirklich. Wir haben das Wohnmobil von uns ja als private Zwecke, klar, wir machen hier mit YouTube und so weiter, aber das ist halt unser Fahrzeug, das ist privat. Unser Eigentum, so kann man es ja einfach sagen. Ja gut, da war ich dann schon mal beruhigt. Dann habe ich aber mich erkundigt und hatte auch gehört, ja, viele kriegen dann wirklich Post nach Hause und manchmal kommt die zu spät und dann wegen den Mahngebühren und so weiter. Und wir ärgern uns eh schon. Wir sind total die Schnäppchenjäger, dass wir das nicht vorher haben, alles eingetütet. Hätte ja auch sein können, dass wir nach Norwegen kommen. Und ja, irgendwie habe ich auch mitgekriegt, ja, diese Probis-App, die kann man auch in Österreich nutzen und so weiter. Aber ja, das ist auch so ein bisschen ja Schlamassel einfach, weil wir dann lostouren und leben halt von diesen spontanen Entscheidungen so gesehen. Und ja, hatte jetzt aber auch dann nochmal ein Konto eröffnet gestern bei ePass24. Da kann man seine Kreditkarte im Prinzip dann auch hochladen bzw. aktualisieren. Das ist nicht zu diesen, ja, die Post kommt nicht an, da haben viele von berichtet. Und dann kriegen die eine fette Mahngebühr irgendwie ja, und sind da total unglücklich. Und wenn man das halt macht, dann ziehen die sofort das Geld ein und man... Klar, die Kohle ein bisschen los, aber das ist halt so, ne? Dagegen kann man nichts machen. Und hier oben in den Raum Nordkap und so weiter ist es, gibt es eigentlich so gut wie keine Mautstation. Wie ich das jetzt mitgekriegt habe, das fängt unten halt in Trondheim an, so Südnorwegen geht es dann richtig los. Ja, da waren wir gestern auf jeden Fall wirklich gut in Aufruhr, aber ich denke mal, dass auch mit dieser Einzahlung von den 3.000 oder 3.000 nordischen Kronen, norwegischen Kronen, so genau richtig, das läuft jetzt alles. Wenn das da eingegangen ist, dann erhoffen wir, dass wir vielleicht noch mal die 50% erhalten. Aber da halten wir euch natürlich auch auf dem Laufenden, so will ich es einfach mal sagen. Und es passiert jetzt uns nichts. Also wenn ihr, sag ich mal, privat seid, habt wie wir aufgelastet, fahrt einfach. Nur ihr habt halt das Problem, ihr werdet dann in die hohen Kategorien eingestuft. Und ja, hättet ihr halt diesen Chip, diesen Transponder-Chip, würdet ihr halt ja wie ein Auto eingestuft werden, weil halt im Prinzip in Norwegen zählt das nicht, ob jetzt 3,5 Tonnen oder drüber halt. So habe ich es soweit verstanden. Aber da könnt ihr mal wirklich in den Kommentaren eure Erfahrungen auch dazu schreiben. Und ja, ich würde sagen, hier für uns geht es weiter auf Reise. Ich zeige euch noch mal eben, das ist wirklich klasse da oben. Wir haben ja jetzt eh noch nicht so, sage ich mal, diese Bergetappenerfahrung. Wir waren natürlich einmal in Ungarn, sind da durch Österreich gefahren. Und ja, ist alles sehr interessant. Das wollte ich nämlich auch noch mal gesagt haben, hier mit diesen Zäunen, die wir jetzt gesehen haben. Weil ich dachte ja wegen Lawine oder sowas, aber teilweise war die auch so neben der Straße. Das habe ich noch nicht so ganz gepeilt. Da könntet ihr ja eigentlich auch noch mal so ein bisschen Hilfestellung uns leisten. Und ja, für uns geht's weiter. Wir machen hier oben auch ein bisschen Tempo. Ich hatte gesehen, da wo wir halt hinwollen, da gibt's morgen und übermorgen wirklich mega schönes Wetter. Darauf freuen wir uns super geil. Und ja, hier lang zu fahren ist wirklich ein Schmaus für die Augen. Also ich kann es nur empfehlen. Aber was sollen wir jetzt hier alles abfilmen? Geht auch nicht. Hier ist halt auf der E6 so ein bisschen Fahrt, ne? Ich bin mal hier in so einem Koop und jetzt habe ich die Antwort auf gestern. Und ihr seht auch, selbst hier Marlboro, die haben alle jetzt diese Farben hier. Das ist wohl ganz neu in Norwegen. Ist für mich auch neu. Ja, ich war jetzt hier nochmal in den Koop und ja, da waren so zwei Jungs waren da und die haben dann FIFA gezockt. Ich glaube, hier in jedem Einkaufsladen ist einfach Free Wi-Fi. Ist natürlich für uns super. Das gestrige Video konnten wir dann wieder hier hochladen und sparen uns einfach wieder mal Gigabyte. Das ist nicht schlecht. Und ich werde jetzt mal die Kamera drehen. Das ist Wahnsinn. Also das, was ich hier sehe, das möchte ich euch gerne mal zeigen. Ja, guckt euch das an. Das ist meine Sicht. Ha? Was für Berge, Wahnsinn. Ja, und da vorne, da stehen wir. Und ja, da links neben ist noch ein deutsches
Wohnmobil. Und ich glaube, hier vorne war nochmal eine Toilette. Und hier links gibt es nochmal einen Joker. Und die Jungs, die sagten mir, da ist der Internetempfang noch besser. Da gehe ich natürlich nächstes Mal dahin. Ja, ich wollte mal ganz kurz mit euch hier drauf gucken, wo wir denn wirklich sind. Also wir sind hier in Bieterfähr, so kann man das nennen. Und ja, hier gibt es einiges auch dann zu erleben. Ne? Also dass man hier wirklich wandern geht. Auch sowas zu sehen ist Wahnsinn wahrscheinlich. Ich hatte ja gesagt, wir sind auf einer Durchreise mit so einem kleinen Kind. Kann man jetzt auch nicht die großen Wanderungen machen. Obwohl wir trotzdem in Norwegen hier so ein paar Sachen davor haben, wo wir den Kleinen schleppen müssen. Dann werden wir mal sehen, wie wir das machen. Endstation jetzt wirklich hier auf unserer heutigen Tagesetappe, so will ich es wirklich sagen. Und Mops, Special Agent Mops, fällt mir gerade irgendwie ein. Wir waren in der Türkei, wir hatten uns so einen Campingplatz angeguckt und haben uns da irgendwie reingeschlichen. Ich verlinke das Ding mal irgendwie hier oben. Kommt mir gerade im Kopf. Auf jeden Fall hat sie einen mega coolen Platz rausgefunden und der ist diesmal weit oben, sage ich mal so. Ich will noch nicht zu viel verraten, machen wir morgen im Prinzip in dem Video. Und ich muss noch mal ganz kurz was nachreichen wegen diesen Europass 24. Dort gibt ihr im Prinzip auch das Gewicht eures Fahrzeugs an. Daher werdet ihr nicht gleich so hochgestuft, was natürlich gut ist, weil automatisch kriegt man hier den schlechtesten Tarif, wenn man halt nicht schon mal vorher Bescheid gibt. Weil die müssen dann auch nachfragen, was ist das dann, das Kennzeichen, wie viel Gewicht und so weiter. Und da nimmt man das dahin ab und das ist dann schon mal gut. Ja, jetzt lass uns mal über unsere heutige Tagesetappe so ein bisschen quatschen. Wir sind ja der E6 gefolgt. Ne? Und wir waren ja nach dem Nordkap, waren wir in Alta. Dann sind wir, sag ich mal so, die E6 sind wir gefolgt, haben dann heute übernachtet an einem wunderschönen Ort meiner Meinung nach. Und ja, ich hatte euch gerade schon gesagt, wo wir da Halt gemacht haben. Wir machen halt immer Halt. Der Kleine braucht seinen Mittagsschlaf, wir machen Mittagessen. Ist auch ein bisschen so Ruhezeit für uns auch. Für uns selber einfach so ein bisschen neu formieren, einkaufen und so weiter. Wir müssen uns ja nicht ganz so abstressen. Aber klar, wir haben Kilometer gemacht, weil wir haben echt gute Aussichten. Die schönen Aussichten, die gibt es jetzt hier noch nicht. Aber die soll es halt morgen und übermorgen geben. Und wir sind jetzt sehr weit der E6 halt gekommen und jetzt könntet ihr mal nachschauen und gucken, ah okay, da sind die los und sind dann da lang. Ja, wir sind so ziemlich am Ende der E6 und uns erwartet morgen einiges, wovon wir einiges gehört haben, was sehr schön sein soll. Und das werden wir testen. Wir werden es prüfen und das mit euch zusammen und laden euch morgen Abend um 18 Uhr ein, hier einzuschalten. Wir freuen uns immer wieder darauf und sagen hiermit Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss.